Moin Moin, meine Damen und Herren. Schön, dass du eingeschaltet hast hier zu Heroes of Hammerwatch. Mein Name ist Hobblase. Lass ein Abo da. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und dann würde ich jetzt gerne mal kicken. Wir haben ja unseren Brunnen. Wir haben 6 Dinger. Ne? So, warte mal. Unser Brunnen. Das habe ich hier. Hatten wir das überhaupt an? Ich weiß ja nicht. Mehr Elite-Gegner jetzt vielleicht nicht so unbedingt. Minus Glück. Fallen. Also Fallen. Aber das bedeutet auch, dass die Pfeile, die aus der Wand geschossen kommen, uns auch. Und von denen werde ich ja schon hin und wieder mal getroffen, ne? Mehr Feinde bedeutet mehr Erfahrung an sich, weil mehr Feinde. Und dann ja auch noch. Okay, wir machen diese Runde erstmal keine Gunst. Weil ich möchte ja unbedingt gerne mal herausfinden, jetzt mit diesen Cubes. Wir haben jetzt noch 13 Dinger, das heißt, wir können noch den Gemischwarenhändler verbessern. Was ich auch getan habe. Wir haben 2200 Gold, das ist jetzt nicht so viel. Wir geben auch echt viel aus, muss ich sagen, ne? Und mal in the Dungeon. Ich will ja eigentlich Geld sparen. Was hat er denn jetzt? Hat er jetzt bessere Sachen? Erhöht den Schaden gegen Bestien. Ausweichchance. Und primär machen 2 Angriffsschaden. Okay, ich will kein Gold ausgeben, wie gesagt. Ich möchte gerne die Cubes jetzt machen. Wir gehen jetzt hier rein. Und machen jetzt erstmal zack, zack, zack hier rein, zack, zack, aus. Guck mal, wenn man es ausmacht, ne? Ne? So, wir klären erstmal den Raum und dann gehen wir erst da rein. Weil vielleicht finden wir hier den einen oder anderen Gegenstand noch, weil eine Kiste sich verbirgt. Oder vielleicht finden wir einen Schlüssel oder vielleicht finden wir noch Erz. Pam pa pam pa pam pa pam pa pam 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 pa. Pau, pa pa pa. Oh, guten Tag, guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Pa pa pam pa. Nice. Pam pa 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 pam. Pa 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 pam. Pa 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 pam. Hier ist nix, da ist nix. Hier ist nix, hier ist nix. Eine Münze, die nehmen wir mit. Pam, 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 padam, pam, pam. Siehst du, schon mal ein Erz? Haben oder nicht? Ich glaube, später machst du sowas halt nicht mehr, ne? Dass du da wegen ein Erz noch machst. Da willst du nur noch schnell in die letzte Ebene und da weitermachen, wo du gestorben bist. Kann ich mir gut vorstellen. Pop, 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 pop. Miau, miau, miau. Ding, ding. Da, 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 da. So, jetzt waren wir überall, haben nicht mal was Geiles gekriegt, ne? Nö, nö. Nö, 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 nö. So. Guck mal, hier sind auch noch Ringe. Hier werden wir wahrscheinlich die anderen Gegenstände kriegen, oder? 2, 4, 6, 8, 3, 6, 9, 12. Ich greife jetzt erstmal an. Und dann mache ich hier einfach so. Pop, 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 pop. Immer schön im Kreis, immer schön im Kreis. Ah ne, von da kommen die Gegner, ne? Nicht die Gegenstände, oder? Aber vielleicht Gegenstände ja auch. Alle tot?
Ja, ich glaube, wir müssen den Cube wirklich zweimal machen. Okay, zwei Rüstungen. Gib den Angreifer 15 Schaden, wenn wir getroffen werden. 20 Mana. Einen magischen und physischen Schaden. 10 Leben, 10 Mana, 6 Angriff, 4 Rüstung. 15 Rüstung. 20% Schaden gegen Käfer und nun Quatsch. 5% Chance, Schaden Crit zu machen. Und 15% Chance, ein Leben zu bekommen, wenn ein Gegner getötet wird. Nice. So, jetzt sind wir hier. Und hier müsste ja dann gleich der nächste Midas kommen, ne? Midas sag ich schon. Hier haben wir jetzt wieder ein Erz. Oh, Bombe! Hohoho! Genau, aufpassen! Ja, so! Krabbeli, krabbeli? No. Pum. Pum, pum. Da kriegen wir auch Tränke wieder zurück. Warum soll ich da durch? Ich kann auch da durch. So gefährlich, da durchzugehen. Alter, ich muss sagen, also ich mag den Magier sehr, aber ich kenne auch nur den Magier. Ich habe das mit euch zum ersten Mal gespielt. Und dabei ist es auch bisher geblieben. Und wer weiß, was so bei den anderen Charakteren noch so abgeht, ne? So. Ah. Das kennen wir doch auch von so, nur andersrum. Wir müssen hier die Lichter ankriegen. Das kennen wir ja von Genshin Impact. So ein Rätsel. Ja. Ja. Wie war das denn? So, genau. Nur ein Schlüssel. Nur ein Schlüssel. Im Grunde machst du eh einfach nur, versuchst einfach nur, also ich stell mir nicht im Kopf vor, wie das jetzt passiert und so, sondern es passiert dann einfach, ne? Okay, dann gehen wir mal da oben hin. Hier haben wir auch schon wieder einen neuen Schlüssel. Zum Beispiel, dass der Trank uns Verwirrung gibt. Den könnte man zum Beispiel aktivieren lassen, weil, ja mein Gott, dann sind wir halt verwirrt. Sind ja nur 2 Sekunden. So, you know, dafür ja mehr Erfahrung aber. So, da gehen wir gleich rein. Bin mal gespannt. Wird wahrscheinlich eine dickere Herausforderung sein dann, ne? Kling, kling, klung. Ja. Ich habe noch keinen Knopf gesehen. Guten Tag, die Damen. Aber da ist der Knopf. Da war er doch. Pium, pam, pium. Käfergekrabbel. So, wo, welche Türen sind aufgegangen? Die... Und hier oben. Okay, da kriegen wir sogar noch eine Kiste. Ah ja, ich kann auch in der Mitte. Ich muss doch nicht durchrennen. Ich kann auch mittig durch. Mittig. Ich meine, da liegt genug Essen rum. Darauf sollte es jetzt nicht ankommen, ne?
Aber trotzdem, ich habe ganz vergessen, ich kann auch mittig da durch. Also mittig stehen bleiben. Guck mal, da haben wir jetzt nochmal schön Apfel. Das war ja nicht mal alles. Guck mal, da kommt gleich auch noch was. Eine leckere Mandarine. Hey, sonst sagst du immer Orange. Nein, heute ist es eine Mandarine. Primärangriffe haben eine 10%ige Chance, die Gegner zu entwaffnen. Oh Mann, vor allem hier gibt es ja einen Händler, der entscheidet, dass du nur 3 Gegenstände haben darfst, ne? Von 6 oder was da sind. So, jetzt ist die Frage. Werde ich in den Kommentaren wieder voll gespammt vom gespammt vor allem, also wieder angemotzt, dass ich mir Müll kaufe, weil ich ja nur begrenzt einkaufen darf. So, welche Gegner? Die gleichen? Nee, oh, das sind aber andere. Okay. Wenn man die schnell tot macht. Dann hat man ja seine Ruhe. Uiuiui. Ah, ich weiß noch nicht. Soll ich schon einen Heiltrank nehmen? Nee, ne? Jetzt aber. Geister! Ich greife auch noch Geister an. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Ich pfeife gar nicht! Fallen entwaffnen mache ich doch. Oh, der Würfel ist doch gar nicht mal so easy, wie ich gedacht habe. Komm schon. Ich habe gedacht, das schaffe ich hier easy mit dem Würfel. Nein. Nein. Kritische Treffer, ja schön. Vielleicht kommen neue Gegner, wenn ich den Würfel nicht tot kriege. Guck, da kommen sie schon. Shit. Oh, scheiße, mich verfolgen da irgendwelche Kugeln. Oh, shit. Oh shit, jetzt. Oh shit. Was ist das denn alles, was da jetzt rumfliegt? Pam. Oh shit. Ich glaube, da sollte ich mich vielleicht nicht treffen lassen, oder? Oh shit. Ich glaube, der Würfel verliert das, oder? Oh shit. Ich glaube, man darf sich davon nicht treffen lassen. Oh Mann, ich habe nur noch 4 Leben. Ich versuche immer irgendwie den hier anzugreifen und nicht den ganzen Alarmist. Oh shit. Wir haben gleich den Würfel geschafft. Ich weiß nicht, wie viel Leben der hat. Scheiße, jetzt haben seine Dinger mich da getroffen. Ach Mann, aber das wird. Ich habe mich auch viel zu sehr darauf konzentriert, die Gegner anzugreifen, ne? Guck mal, ich mache jetzt den Komet noch. Und jetzt rennen wir direkt wieder rein und machen nur die Cubes. Also quasi eine zweite Folge jetzt in dieser Folge. Ich will die Cubes schaffen. So. Also das kennen wir ja sowieso. So, wir können ja ruhig hier einmal so machen. Einmal können wir ja so machen. Was ist vom Mana eigentlich billiger? 35? Kostet beides 35. Plup.
Da habe ich mich ja zum Schluss noch zu treffen. Okay, 25% Chance, 5 magischen Schaden zu blocken. Physischer Schaden ignoriert. 20% Rüstung, 7 Rüstung, 5 Ausweich. Wenn du ausweichst, erhältst du Schadensreduktion oder Schadensbonus. 5 Leben und so. 3 physischen Schaden, Gegner in der Nähe erhalten 20% mehr Schaden und Angriffskraft. Nur Müll also. So, jetzt laufe ich hier eben ein bisschen rum wegen Heilen. Brauchen wir eben Heilen. Ein bisschen Gold können wir ja trotzdem mit snacken hier. Oh, ein Feinschmecker. Oh ja, yeah, das bin ich. Immer nur Brot. Hey. Aber selbst das Spiel weiß, ich bin ein Feinschmecker. Das Spiel weiß einfach Bescheid. So, Gegner alle noch am Leben. Ich mache erstmal die Fässer. Wo ist denn jetzt dieses Kurios? Haben wir noch gar nicht gefunden, ne? Da haben wir sogar noch ein Erz. Jetzt snacken wir uns natürlich auch noch mit rein. Mana brauchen wir natürlich auch. Am besten, wenn hier ein Brunnen ist, aber... Ich glaube, den Glück werden wir nicht haben, oder? Den Brunnenglück. Da wäre noch ein Erz. Das ist der normale Weg. Hallo. Wenn wir eine höhere Regeneration wenigstens hätten durch den Combo, wäre das ja mal viel geiler. Ich glaube, wir haben standardmäßig haben wir nur 2,6. Ist 2,6 Mana pro Sekunde. Oh shit. Alles nicht so wild. Wir haben Erz. Viel wichtiger. Und Leben. Da ist der Cube, aber wie gesagt, erstmal heilen. Bisschen Heilung und vielleicht bringen wir auch die zwei Erz auch noch eben mit weg, würde ich sagen. Karte. Da ist auch noch Erz. Eigentlich müssen wir den Dingsen finden. Den Knopf. Oh, guck mal, man kann ja durchschießen, aber die können es ja halt auch, ne? Die können es halt auch. Da ist der Knopf. Dann kriegen wir nämlich noch ein Erz da unten. Hier. Hier. Kriegen wir auch noch irgendwas und dann bringen wir das weg und dann gehen wir zum nächsten Würfel. Heilung kriegen wir da drinnen noch, okay. Pum, pum, pum. Hui. Ho, ha, ho, ha, hi. Ho, ha, hi, ha, ho. Oh, ja. So, jetzt sind wir wenigstens voll. Leider nur ein Trank, aber... Was ist das denn hier? Grafikfehler? Ich meine, man sieht es auch auf der Map, aber... Sieht mir nach einem Fehler aus. So, jetzt bringen wir das eben weg. Dann retten wir wenigstens noch so 1000 Gold. Das andere sind ja eh wieder Zinsen nur. Sonst hatten wir ja nichts, ne? Nee, okay.
300.000. Oh, da kommen die Krabbelfieger. Gut. Gut, 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 gut. Hallo. Ja, 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 ja. Okay, die stellen wir jetzt erstmal wieder an. So. Einmal so machen. Ein bisschen Schaden müssen wir ja mal machen. Zack. Gut, 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 gut. Wir haben auch noch einen schönen Kombo gehabt. Scheiße! Voll in die Dingsen reingerannt, ey. Oh shit. Das hat vorhin besser funktioniert, ne? Ich bin ein Heiliger! Hörst du, Schwein? Ich bin ein Heiliger! Weg, 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 weg! Scheiß Magier, ey! Hab ich Magier gesagt? Ich meine Bogenschützen natürlich. Das hätte ich vielleicht nicht tun sollen. Okay, jetzt drehen sie durch, glaube ich, oder? Ja, noch nicht. So, der blöde Magier, was ist das denn hier für ein Totem? Weg, 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 weg. Boom! Scheiße, nix getroffen. Also nix Nennenwertes. Treffen, 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 treffen. Okay, jetzt tritt er durch, ne? Der Stein, der tritt, ja, jetzt tritt der Stein auch durch. Alter, was ist das denn für einer? Ach, shit. Diese Totems, ne? Ah, Mann, renn doch nicht. Mann, das ist aber auch dieser Cube, du. Dieser Cube. Ich würde sagen, wir beenden das hier. Und nächste Folge machen wir dann eine normale Folge wieder. Den ersten Cube, würde ich sagen, den machen wir auf jeden Fall. Und das Gefängnis laufen wir erstmal ganz normal durch. Oder, ich weiß noch nicht. Welches Level sind wir denn gerade? Wir sind Level 8. Haben noch ein bisschen was vor uns. Also, was wir auf jeden Fall machen können. Ich kann das ja schon mal so ein bisschen vorbereiten. Also, dann stellt kein Erz, auch Erz brauchen wir. Elite-Gegner ist ein bisschen doof. Minus Glück. Verursacht mehr Schaden. So, wir können das mit dem Trank nehmen eigentlich. Noch mehr Gegner können wir eigentlich auch nehmen. Also die beiden. Dann haben wir schon mal 20% mehr. Das könnten wir machen. Hätten wir 20% mehr Leben. Ach komm, Elite nehmen wir auch noch. Oder wir gehen mal komplett auf Dingsen. Auf Erfahrung und nicht auf Erz. Und machen einfach mal. Machen einfach so. Okay, das machen wir jetzt noch. Komm, eine Erfahrungsrunde. Da brauchen wir eh einen Schlüssel für. Lohnt sich also nicht hinzugehen.
Und wir kriegen ja auch jetzt mehr Gold, ne? Zing, zing, zing. Nein, der muss als zweites, als letztes. Also so, so, so. Da hatte ich einfach Vertrauen. Okay, 5 Leben, 5 Mana und so ein Gedöns. Hier werden wir zum Glück ja nicht mehr, ne? Piu, 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 piu. Ah! Hat mir voll in den Arsch gepiekt. So, 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 so. Da kommt auch von da. Ich mache einfach so. Ihr seht mich nicht, ihr seht mich nicht. Etchi, betchi. Keiner sieht mich, keiner sieht mich. Ich bin hier, ich bin nicht da. Und tot. Guck mal, grundsätzlich nur weißes Zeug. 10 Fähigkeit. Billiger. Ausweichen. 50% mehr Schaden bei Dingsen. Alte 25 Mana des verlorenen Lebens. Ungewöhnlicher Plünderer. Geh mal aus dem Weg, ich sehe nichts. Erhöht den Schaden gegen Konstrukte. Gewährt passiven Schutz. Und 1% mehr Gold pro Inventar. 2, 4, 6, 8. Ja, nochmal 9% mehr Gold. Ein Erkunder bin ich. Ich bin ein Erkunder. Guten Tag. Guten Tag, ich bin ein Erkunder. Was wollen Sie? Papa, eine Kugel genau. Da kommen die ganzen Dinger angeflogen. Ich habe gerade kein Mana. Uiuiuiui. Okay, was bringt ein so eine Goldmünze jetzt? 2. Alter, da liegen überall diese Larvenmodern rum. Hallo. Einfach mal rein da. Bam, 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 bam. Bam, bam. Aber das geht ja auch jetzt hier gerade wirklich auch nur rein um Erfahrung, ne? Eigentlich hätten wir also... Eigentlich geht das ja um die Challenges, ne? Meinst du? Nee. Ich weiß nicht. Eigentlich hätten wir das mit mehr Erfahrung wirklich in der nächsten Folge machen müssen. Damit wir... Ach komm, weißt du was? Das machen wir wirklich in der nächsten Folge. Und dann nehmen wir aber keine Cubes. Weil... Warte. Jetzt haben wir aber 2 Tränke noch, ne? Und wir tot? Ja, dann nicht. Dann leg mich am Arsch. Kommen wir gerade gut durch, ne? Weil dann nehmen wir keine Cubes, wenn wir auf Erfahrung gehen, mit 80% mehr Erfahrung. Weil dann sollten wir ja lieber die ganzen Ebenen machen, ne? Aua.
Auch nochmal eine kleine Kugel geschaffen. Zwei Tränke haben wir ja immer noch, ne? Also, wenn ich mich nicht dumm anstelle und wir nicht zu viel Schaden kriegen, kann ich mich gut heilen und dann sowieso noch genug Kugeln abfeuern. Wo sind denn schon wieder der Banner? Okay, nehme ich mal einen Trank. Jetzt bin ich zwar ein bisschen verwirrt. Ich bin ein Reisender. Ich habe vergessen, dass ich ja benebelt bin. Scheiße, diese Verwirrung hat mich einfach verwirrt. Die Verwirrung hat mich einfach getrickst. Ja, das war unsere Cube-Challenge. Also die zweite sollten wir auf jeden Fall auslassen. Nächste Folge werden wir auf jeden Fall mal eine Gold-Erfahrung-Runde machen. Erz deaktivieren wir natürlich nicht, aber wir würden ja Gold und Linken kriegen. So mit mehr Gegner und so. Und wenn man das gut anstellt, dann ja, da kommt was bestimmt noch zusammen. Also nächste Folge, haust rein, bis dann. Tschüss. Achso, ein Abo da lassen, nicht vergessen. Ne? Jetzt aktivieren. Jetzt aktivieren. Ich danke dir. Tschüss.